Und guten Morgen, es ist 11 Uhr und starten unser Webinar. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Wenn es noch irgendwelche Probleme mit der Audioverbindung gibt, sind im Chatfenster und dann versuchen wir das Problem noch zu heben. Der Hinweis, am besten, wenn Sie sich über die hier angezeigte Telefonnummer einwählen mit dem Konferenzcode und dann mute gehen mit Ihrem Telefon, damit wir Grundgeräusche haben, dann sollten Sie uns auch alle gut verstehen. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema GDPR und was bedeutet die neue Datenschutzgrundverordnung für Ihre Prozessdokumentation in ARIS. Ich freue mich, dass Sie an unserem heutigen Webinar teilnehmen. Mein Name ist Markus Jolcic und ich bin Ihr Moderator heute für dieses Online-Meeting. Kurzer organisatorischer Hinweis noch vorab. Die Themen sind jetzt erstmal alle stumm geschaltet und ich bitte Sie da auch auf Mute zu bleiben, damit wir keine Hintergrundgeräusche haben und hoffe, Sie können mich jetzt alle gut verstehen. Wenn es da noch Probleme gibt, kurz in den Chat schreiben, dann versuchen wir noch zu helfen. Es wird ein Recording zu dem Webinar geben. Die Aufzeichnung finden Sie dann kurz nach dem Webinar auf software.ag.com unter Webinars on Demand oder auf dem deutschen YouTube-Kanal der Software AG. Sie bekommen auch nochmal im Anschluss eines Webinars eine E-Mail mit dem Link dorthin zugeschickt. Generell gilt während dem Vortrag, wenn Sie irgendwelche Fragen haben an unsere Presenter, wenn Sie jetzt, zu den gezeigten Inhalten fragen möchten, nutzen Sie einfach das Chatfenster oder den Q&A-Panel von Webex und schreiben Sie Ihre Frage da rein. Ich werde die Fragen dann sammeln und am Ende in der Fragerunde von unseren Experten direkt beantworten lassen. Zunächst dann aber mal eine Frage an Sie. Mich würde jetzt kurz interessieren, von wo Sie heute an unserem Webinar teilnehmen. Daher mal meine Bitte, schreiben Sie einfach kurz den Ort, von wo Sie sich heute einloggen in das Fenster, was Sie wahrscheinlich irgendwo rechts unten im Webex-Fenster sehen. Einfach mal einschreiben, damit wir sehen, wie verteilt unsere Zuhörerschaft ist. Wir haben jetzt schon um die Teilnehmer hier. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt sehen wir, haben einen Zuhörer aus Dresden, aus Ludwigshafen, Stuttgart, selbst sitzt in Stuttgart übrigens, jemand aus München, Leverkusen, nochmal Dresden. Also, Fall eine gute Verteilung. Ost, Süd, West. Ja, wir haben auch genug Teilnehmer. Ich denke, anfangen. Sie haben jetzt das Chatfenster, denke ich, alle gefunden. Also, wie gesagt, mal der Hinweis: Sie können da jederzeit Ihre Fragen während dem Webinar in diesen Chat, da wo Sie gerade Ihren Ort reingeschrieben haben, auch stellen. Gut, damit können wir jetzt beginnen. Nächste Folie bitte. Der heutigen Sprecher vorstellen. Unsere erste heutige Sprecherin ist Frau Christina Reinshagen. Reinshagen ist Teamlead in der ARIS Delivery in Deutschland bei der Software AG und schon seit über 11 Jahren in der ARIS Beratung tätig. Verfügt über langjährige Erfahrung als Beraterin rund um Prozessmanagement und Enterprise Architecture Management sowie als Projektleiterin in ARIS-Projekten. Sprecher ist Herr Marc Vitor. Herr Vitor ist VP im Bereich Consulting und Services bei der Software AG und schon seit über 23 Jahren im Unternehmen tätig und hat auch dementsprechend schon langjährige Erfahrung im Bereich ARIS Consulting. Mein Name ist Markus Jolcic und ich bin heute Ihr Moderator in diesem Webinar. Und wir können jetzt beginnen und ich übergebe dann hiermit als erstes an Frau Reinshagen. So. Tina. Tina, wir können vielleicht mal Raute 6 drücken.
Hallo? Jetzt können wir dich hören, Christina. Jetzt klappt es, okay. Entschuldigen Sie, technische Schwierigkeiten. Alles ja, kein Problem. Danke, Markus, für die einleitenden Worte hier an der Stelle. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier heute Morgen zum GDPR. Ich kann auch noch meinen Ort hier, meinen Standort mitteilen. Ich sitze in Düsseldorf, es ist etwas grau, aber das lange Wochenende steht ja vor der Tür, von daher freuen wir uns alle darauf. GDPR, die neue Datenschutzverordnung der Europäischen Union, ist in aller Munde und tritt ja auch bereits am 25. Mai 2018 in Kraft. Trotz einer eigentlich zweijährigen Übergangsfrist sind viele Unternehmen noch nicht wirklich GDPR-ready. Wir merken das auch immer wieder, dass viele Anfragen in letzter Zeit auf uns zukommen in dieser Hinsicht. Die Zeit wird langsam knapp, aber natürlich gibt es noch genug Möglichkeiten, auch GDPR-ready zu werden. Was wir heute machen wollen, ist Ihnen zu zeigen, wie Sie die Prozessdokumentation, die Sie idealerweise bereits in ARIS haben oder vielleicht in ARIS erstellen möchten, nutzen können, um die Anforderungen von GDPR zu erfüllen, insbesondere das ein zentrales Element, nämlich das Verarbeitungsverzeichnis. Dabei von der Agenda her zunächst kurze Worte über GDPR im Allgemeinen, um dann auf das Verarbeitungsverzeichnis zu konzentrieren. Wir haben das Software AG nicht nur ARIS in dem Umfeld GDPR anzubieten, sondern eben auch mehrere andere Produkte unterstützen dieses. Der Lösungsansatz enthält neben ARIS auch noch unser Schwesterprodukt Alphabet, wozu ich auch einen kurzen Ausblick geben werde. Mein Kollege Herr Vitor, den wir ja gerade auch schon auf der Folie gesehen haben, Ihnen zeigen, welche Angebote wir von der Consulting-Organisation haben, um Ihnen auch entsprechend helfen zu können, jetzt GDPR-ready zu werden in den nächsten Monaten. Ein paar Grundlagen zu GDPR. GDPR steht eben für General Data Protection Regulation, also europäische Datenschutzverordnung, die eben jetzt demnächst in Kraft tritt. Des Ganzen war es eben die bisher sehr unterschiedlichen Regelungen zum Datenschutz innerhalb der Europäischen Union zu verheitlichen. In Deutschland hatten wir eben das Bundesdatenschutzgesetz, was eben für alle deutschen Bürger entsprechend zur Verfügung stand, das heißt also gut 80 Millionen Kunden hatte. Das soll jetzt eben abgelöst werden durch GDPR, das eben für alle Bürger der Europäischen Union, also über 100 Millionen gilt. Das Ziel ist die Prüfung des Datenschutzes innerhalb der EU mit besonderem Schwerpunkt auf den personenbezogenen Daten. Wir Kunden, also jeder von uns, gibt Unternehmen viel Preis, wie Namen, Adresse, Kontodaten, aber natürlich auch Interessen oder auch Hobbys, die man hat, um eben bestimmte Informationen und auch Produkte abzurufen. Auch Mitarbeiter besitzt ein Unternehmen viele personenbezogene Daten. Sowohl die Fähigkeiten, das Gehalt oder eben auch sowas Banales wie zum Beispiel, ob man im Flieger lieber am Gang oder am Fenster sitzt, gehört zu personenbezogenen Daten, die Unternehmen zum Beispiel im Rahmen einer Reiseplanung für seine Mitarbeiter besitzt. Mit unseren Bürgern haben wir eine Kontrolle über unsere Daten. Für uns als Unternehmen bedeutet das aber einen hohen Aufwand oder unter Umständen einen hohen Aufwand, um diese Regularien zu erfüllen. Ab dem 25. Mai 2018 gilt GDPR nach einer zweijährigen Übergangsfrist und zwar für alle Unternehmen, auch solche, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, aber mit ihren Angeboten sich an die EU-Bürger wenden. Wenn ich so unsere Kollegen aus der Schweiz anschaue, auch dort gibt es eben Unternehmen, die unter GDPR fallen werden. Wie schon gesagt, wichtiges Anliegen von GDPR, die Stärkung der Rechte von EU-Bürgern gegenüber datenverarbeitenden Unternehmen und Organisationen. Viele Rechte gibt es auch aktuell in Deutschland zumindest schon nach dem Bundesdatenschutzgesetz, aber es ist zu vermuten, dass sich Betroffene in Zukunft der Wichtigkeit und auch der Wertigkeit ihrer Daten eher bewusst sind. Deshalb werden wir vermutlich ihre Rechte stärker einfordern und auch der Gesetzgeber wird stärker überprüfen, dass entsprechend diese Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Ganz besonders ärgerlich sein könnte, ist der Punkt Rechtskunden. Das heißt, wenn dagegen verstoßen wird, sind empfindliche Geldstrafen bis hin zu 20 Millionen Euro oder höher entsprechend möglich. Jetzt kann ich vielleicht auf den Standpunkt stellen, naja, ich habe ja einen Datenschutzbeauftragten, der macht das schon alles für mich. So ist es ganz.
Fachlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist nicht die Organisationseinheit oder sogar eine Person, die diese Daten tatsächlich speichert oder verarbeitet, im Rechenzentrum oder die Personalabteilung, sondern es ist immer die juristische Person, zum Beispiel eine GmbH, die diese Daten, diesen Datenschutz verantwortlich ist. Stellt jedes Unternehmen mit einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit einen Verantwortlichen dar. Geschäftsführung kann an der Stelle natürlich entsprechend verantwortet werden, um diesen Datenschutz einzuhalten. Gibt es auch noch die Auftragsverarbeiter. Unternehmen kann nämlich einzelne Datenverarbeitungsprozesse oder auch die gesamte Datenverarbeitung im Wege der Auftragsverarbeitung outsourcen. Dann sogar Auftragsverarbeiter. Dieser Aufverarbeiter hat dann sogar mehrere Regeln, die er einhalten muss. Der ist nämlich gleichzeitig verantwortlicher für seine Mitarbeiter zum Beispiel oder Kunden und auch Auftragsverarbeiter eben für andere Organisationen. Ein Zentrum von GDPR ist das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Es bildet die Grundlage der Transparenz über die Datenverarbeitung von einem Verantwortlichen oder eben einem Auftragsverarbeiter. Erstmal gut, aber wie verschafft man sich die? Es gibt Unternehmen eben viele verschiedene Datentöpfe. Dezentrale Informationen über Daten und Tätigkeiten in zum Teil unzureichender Qualität. Es gibt Unternehmen, die verschiedene Perspektiven haben. Business, IT, Risikomanagement, Geschäftsführung, die haben verschiedene Informationen und auch verschiedene Interessen an diesen Themen. Also wenn gemeinsame Methodik existieren, keine gemeinsamen Datentöpfe, ist es sehr schwer, dieses Verzeichnis überhaupt zusammenzutragen. Worauf wollen ist eben, wie kann man so ein Verarbeitungsverzeichnis in ARIS abbilden? Ja, da verschiedene Möglichkeiten natürlich auch diese Informationen zu evaluieren, dazu komme ich später noch einmal, aber wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, wie dieses Verarbeitungsverzeichnis in ARIS aussehen könnte. Die Verantwortlichen und auch die Auftragsverarbeiter müssen laut Artikel 30 der neuen Verordnung jeweils ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten führen. Auftragsverarbeiter, wie ich gerade schon sagte, wird vermutlich in der Regel mindestens zwei Verzeichnisse führen. Ein eigenes als Verantwortlicher und eben 1 bis N Verantwortung als Auftragsverarbeiter. Zu tun, um mein Verarbeitungsverzeichnis führen zu können, brauche ich folgende Informationen. Welche Daten sind überhaupt GDPR-relevant? Was sind personenbezogene Daten zum Beispiel? Welche IT-Systeme nutzen diese Daten? Und in Prozessen werden diese Daten genutzt? Schauen wir uns das etwas genauer an. Jeder führt eben ein Verzeichnis. Wir schauen uns das einmal hier am Beispiel eines Verantwortlichen an. Beim Auftragsverarbeiter ist es noch ein bisschen anders, aber wir konzentrieren uns erstmal auf den Verantwortlichen. Ein Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten. Nach Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten. Die Zweckleitung bzw. Art der Verarbeitung der Daten, die Bestimmung der betroffenen Personengruppen, und eben die Kategorie der personenbezogenen Daten. Also welche Art von Daten werden hier entsprechend verarbeitet. Empfänger müssen aufgelistet werden, insbesondere natürlich, wenn sie an externe gehen, die Daten, oder im Zweifel sogar noch an Drittstaaten, nämlich außerhalb der EU. Daten ist auch ein ganz wichtiges Thema in GDPR und soll auch hier entsprechend aufgeführt werden. Das heißt, welche Fristen sind für die Löschung entsprechend vorgesehen. Die Vorgaben, die Verzeichnisse, zumindest in Deutschland, in deutscher Sprache zu führen sind. Das heißt, es geht darum, es einmal zu machen und dann 10 Jahre nicht mehr reinzugucken, sondern die müssen natürlich auch regelmäßig aktualisiert werden. Verzeichnisse sind schriftlich zu führen. Das kann auch in einem elektronischen Format erfolgen. Es muss regelmäßig für die entsprechenden Stellen möglich sein, diese Verzeichnisse zu überprüfen. Der Ansatz, den viele entsprechend auch empfehlen, ist dabei die Ausrichtung der Verfahren an den Geschäftsprozessen der verantwortlichen Stelle. Also was sind die Geschäftsprozesse des Verantwortlichen? Prozesse, da klingelt doch was bei uns, da haben wir doch was. Denn
alle von Ihnen, ansonsten vielleicht zukünftig, haben Ihre Geschäftsprozesse bereits in ARIS modelliert. Das heißt, hier haben wir bereits ein Verzeichnis von unseren Geschäftsprozessen. Auf Ebenen, wie jetzt hier zum Beispiel in der Prozesslandkarte, bis eben ganz detailliert auf einzelne Aktivitätslevel runtergebrochen. Was wir eigentlich dieses Verarbeitungsverzeichnis eben auch in ARIS modellieren, nicht in Excel oder in einem anderen Tool. Informationen sind bereits dokumentiert, wenn ich bereits mit ARIS arbeite. Das heißt, ich habe Prozesse, ich habe Rollen, ich habe IT-Systeme, ich habe vielleicht Daten, die ich entsprechend schon mal modelliert habe, die ich nun mit erweiterten Informationen versehen kann. Auch Sprachigkeit ist einfach möglich. Wie ich gerade sagte, die Verzeichnisse müssen in Deutsch erstellt werden. Vielleicht arbeiten Sie im Unternehmen aber auf Englisch. Das heißt, Sie haben einfach Möglichkeiten, hier mehrsprachig zu pflegen und es in der Sprache auszugeben, die Sie momentan benötigen. Die Pflege ist sehr einfach, wie wir es von ARIS entsprechend kennen, und Sie haben eben vielfältige Auswertungsmöglichkeiten. Das heißt, Sie müssen Diagramm jetzt nicht ausdrucken, um das jemandem zu geben, sondern Sie können einen Report nach Excel, nach Word oder sonstige Informationen bereitstellen. Also mal ein kleines Beispiel, ein kleines Modell in ARIS, was zum Beispiel jetzt hier eben entsprechend im Header die Informationen beinhaltet, Name und Anschrift des Verantwortlichen und eben des Datenschutzbeauftragten als Attribute des entsprechenden Modells. Und da sehen wir schon die einzelnen Tätigkeiten, die eben im Rahmen des Verarbeitungsverzeichnisses erfasst werden. Wichtig ist hier an der Stelle, die Empfehlung ist eigentlich, es nicht ganz so detailliert zu machen. Sie sehen jetzt hier Reisemanagement, Bewerbermanagement. Das wäre eher Aktivitäten auf einem Level 2 oder vielleicht sogar Level 3 innerhalb der Prozesskarte. Sie müssen nicht unbedingt auf einzelne Aktivitäten heruntergehen. Wenn Sie machen, ist es natürlich schön, den Aufwand aber natürlich auch. Das Management zum Beispiel einmal anschauen, das hat eben bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Information, ob es an Drittstaaten eine Übermittlung gibt, die Frist und auch technischen Organisatoren. Maßnahmen, die eben für dieses Reisemanagement gelten im Rahmen des Datenschutzes. Wie Informationen? Wir pflegen diese Informationen in Form von Attributen an den entsprechenden Prozessobjekten, hier im Reisemanagement, mit einer zum Beispiel einer eigenen Attributtypgruppe, die DPA, Funktionen als Attribute entsprechend eingetragen werden. Das heißt, wir sehen die gleichen Attribute, die wir gerade gesehen haben, hier auch. Und idealerweise auch noch so ein Haken, ob es eben GDPR-relevant ist oder nicht, was Ihnen natürlich bei der Auswertung entsprechend auch weiterhilft. Die man für diese Prozesse pflegen kann, sind zum Beispiel eben die betroffenen Gruppen. An wen geht es hier? Wir sind nicht ein Unternehmen, sondern wir sind eben ein Unternehmen, was Reisen für seine eigenen Mitarbeiter organisiert, sind die Mitarbeiter die betroffenen Gruppen. Also wichtig, es geht um externe Kunden, es geht auch um die eigenen Mitarbeiter, Daten, deren Daten wir verwalten müssen. Wir sehen hier im Bereich die Daten, die der Mitarbeiter freigegeben hat oder über die wir hier verarbeiten im Reisemanagement. Da gibt es zum Beispiel eben die Buchungspräferenzen, Beispiel, was ich vorhin nannte, eben Gang oder Fenster zum Beispiel, die Buchungshistorie, was hat er alles schon gebucht und eben entsprechend auch Legitimationsdaten, also zum Beispiel Personalausweisnummer, Passnummer oder ähnliches. Ja, zum Beispiel die Abteilung Reisemanagement, die Finanzbuchhaltung, vielleicht ein Reisebüro oder ein externer Reisedienstleister, wie zum Beispiel Zug oder Bahn, Hotel. Und auch bei entsprechenden Reisen ein Visa-Dienstleister. Diese klassifiziert werden, ob sie eben interne Empfänger oder externe Empfänger sind. Natürlich gerade bei externen Empfängern muss man noch ein bisschen genauer drauf schauen. Lösen wir einfach über verschiedene Symbole. Ein IT-System, wie das Travel Management Tool, wird ebenfalls erfasst und kann entsprechend das Reisemanagement im Travel Management Tool entsprechend erfolgt. Was wir noch auch können, ist die Rechtsgrundlage. Also aus welchem Grund aus können wir diese Daten überhaupt verarbeiten? Zum Beispiel die Einwilligung des Betroffenen. Also wenn Betroffene explizit einwilligt, zum Beispiel der Mitarbeiter bei der Einstellung, hat er etwas unterschrieben, dass er entsprechend diese Daten bereitwillig gibt, dann können wir diese Rechtsgrundlage hier entsprechend auch aufführen.
Die Daten haben wir vorhin gerade schon gesehen. Natürlich gibt es hier auch entsprechend jetzt die Klassifizierungsmöglichkeiten. Sind die denn überhaupt GDPR-relevant oder sind sie es eben nicht? Also hier sind so ein paar Beispiele von Mitarbeiterdaten, Kundendaten oder zum Beispiel Bewerberdaten in einem Bewerbungsprozess, die eben entsprechend unter diese personenbezogenen Daten fallen. Wer darunter fallen, welche nicht, muss man sicherlich im Einzelnen sich anschauen. Aber hier sind einige aufgeführt, die da relevant sind. Wenn ich gepflegt habe über meine Prozesse mit all den zusätzlichen Informationen, die ich natürlich aus meinem bisherigen Repository auch nutzen kann, also ich habe vielleicht schon die Daten, ich habe die IT-Systeme, ich habe die Rollen und Organisationseinheiten, dann kann ich das natürlich relativ einfach aufbauen. Nicht, das kann ich mit diversen Auswertungsmöglichkeiten, das natürlich auch ganz wieder auch als Dokument zur Verfügung stellen, wenn eben entsprechend Stellen danach fragen. Einfache Möglichkeiten natürlich nach Excel. Das heißt, sehr einfach über unsere Query-Möglichkeiten, über unsere Abfragemöglichkeiten kann man das sehr einfach erstellen. Das heißt, hier die Informationen über die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, über die betroffenen Gruppen, die Daten, die verarbeitet werden, die entsprechenden Empfänger, die Systeme und so weiter und so fort. Das Care of Ares, es sind Attribute, es sind Eigenschaften in Form von Relationen zu anderen Objekten. Das heißt, hier könnt ihr eigentlich alles auswerten, was wir entsprechend brauchen. Das kann natürlich auch als vorgefertigtes Word-Vergabe erzeugt werden. Das heißt, auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, Reports zu erzeugen, das Ganze nach Word zum Beispiel auszugeben. Wir bieten an der Stelle einige Standard-Packages an, die gerade auch in unserem aktuellen Release verfügbar sind. Das heißt, auch hier bieten wir Ihnen vorgefertigte Templates an, die Sie nutzen können, um diese Dokumente zu erzeugen. Okay, wie der Gesamtlösungsansatz der Software hier an der Stelle aussieht. Das heißt, wir haben uns jetzt sehr stark auf das Verarbeitungsverzeichnis konzentriert, wofür Ares eben prädestiniert ist. Es gibt aber natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie die A unterstützt werden kann. Der Software AG sieht eben nicht nur das klassische Ares BPA, was wir jetzt hier in der Mitte finden, vor, sondern eben auch noch Ares GRC, Risk and Compliance Management, und Alphabet als IT-nahes Werkzeug. Brauchen wir das? Schauen wir uns erstmal kurz an, wie entsprechend Ares GRC an der Stelle unterstützen kann. Ich habe gerade erwähnt, dass eben Prozesse und Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen werden, diese ganzen Informationen eingepflegt werden können. Das ist sehr schön, wenn man diese Möglichkeit hat und man weiß, wo man es einbringen kann, aber die Evaluierung dieser Daten ist natürlich nicht ganz trivial. Man muss eine Möglichkeit finden, um diese Daten zu evaluieren, mit zum Beispiel Fragebögen. Kann Ares GRC unterstützen? Fragebogenvorlagen sind verfügbar und können entsprechend genutzt werden, um von den Personen die Informationen abzufragen im Unternehmen, wo denn eben personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das heißt, was ist passiert, wenn ich an der einen Stelle eben nicht ganz mich danach richte, kann ich in Ares GRC vornehmen. Das heißt, ich kann die Risikorelevanz bewerten, ich kann die risikominanten Maßnahmen, Kontrollen etc. dokumentieren, regelmäßige Überprüfungen planen. Und wenn tatsächlich Vorfälle der Verletzung des Datenschutzes auftreten, diese zu dokumentieren und entsprechend auch auszuwerten. Das heißt, das ganze Risikobewertung des Themas kann auch entsprechend in Ares GRC erfolgen. Im Zusammenspiel auch mit der klassischen Ares-Variante Ares BPA. Wie kann Alphabet enthält natürlich entsprechend die Applikationen. Wir haben gerade in Ares schon auch eine Applikation gesehen. Aber es sind nicht mehr Informationen gespeichert zu dieser Applikation, außer vielleicht ein paar Attribute. Aber hier natürlich jetzt sehr stark sehen, wie auch Daten zwischen IT-Verfahren übertragen werden, also zwischen einer Applikation wie dem Travel Management Tool und einer anderen Applikation. Wie sehr ist dieser Datenfluss zwischen den IT-Verfahren? In welchen IT-Verfahren werden denn die Daten auch gelöscht und eventuell archiviert und eben auch wie lange? Betroffenen Rechte können durch das IT-Verfahren entsprechend umgesetzt werden.
auch ein wichtiges Thema natürlich an der Stelle, Cloud. Wo werden die Daten hin ausgelagert? Ist der Anbieter überprüft und erfüllt er entsprechend auch diese Datenschutzregelungen? Management in Form betreffend Applikationen kann entsprechend hier ein Alphabet erfolgen. Das heißt, wie risikobehaftet sind eben diese IT-Verfahren, wie hoch ist der Schaden eines entsprechenden der Schaden eines entsprechenden Risikos und die Eintrittswahrscheinlichkeit und welche Maßnahmen kann ich entsprechend helfen, um diese, dieses Risiko zu mindern. Muss ich eventuell ein Projekt initiieren, um das Risiko einer Datenschutzverletzung entsprechend hier in der IT abzubilden. Da würde ich tatsächlich auch an meinen Kollegen, Herrn Vito, übergeben und das einmal anschauen, wo wir Sie jetzt unterstützen können im Consulting der Software AG. Das heißt, dass wir hier Ihnen vorstellen, wie wir denn unsere Projekte in der Richtung gestalten können. Christina, Marc? Hört ihr mich? Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Ja, also wie der Jürgen schon sagte, ich freue mich, sag mal, 23 Jahre hier ins Rennen zu werfen und Ihnen, ich sag mal, erklären zu können, welche Vorgehensweisen wir im Bereich Consulting Ihnen anbieten können. Dann würde ich schon die nächste Folie nehmen. Das heißt, hier mal auf einer Folie zusammengestellt, was sind eigentlich die einzelnen Schritte, die wir unseren Kunden im Bereich GDPR gehen. Also der Klassiker, erstmal das Projekt vorzubereiten, und das ist, glaube ich, gerade beim Thema GDPR der wichtigen Dinge. Was sind Sie, wie ist die Zeitachse? Gehen Sie heute bei dem Thema? Und was sind auch, ich sag mal, die Umgebungen und Tools, die sonst bei Ihnen im Einsatz sind? Die Organisation vorzubereiten, die und Beschäftigungskonventionen zu definieren, die Verzeichnisse aufzusetzen und das mit den entsprechenden Verfahrensbeschreibungen dann auch zu machen. Und auch die, Audits und Assessments entsprechend vorzubereiten, um diese Ablage, die wir gerade eben auch auf der GRC-Seite von ARIS gesehen haben, dann durchzuführen. Wo im Unternehmen werden dann wirklich welche Daten verarbeitet? Und diese Befragung dann auch entsprechend gemäß den Verordnungsrichtlinien durchzuführen. Das ist im Prinzip der Schritt 2, den ich gerade eben beschrieben hatte, genau diese Assessments durchzuführen, plus auch, ich sag mal, die IT-Risiken zu beurteilen, weil ja auch Daten verloren gehen im Prinzip, wenn mal Surfstürzen, andere Ausfälle, externe Zugriffe von Hackern und ähnlichen Dingen, die man sicherlich dann auch mit berücksichtigen muss. Wie sieht meine Compliance und Governance gesamt aus? Darauf im Prinzip die Umsetzung der Maßnahmen, das gesamte Veränderungsmanagement auf den Ebenen, die wir gerade eben gesehen haben. Geänderte Prozesse, geänderte Datenstrukturen, geänderte Zugriffe, veränderte IT-Zugriffe und Berechtigungen und natürlich, ich sag mal, im Schritt 4 und 5 das Thema Monitoring, intern als auch extern, um im Prinzip dann wirklich bereit zu sein, die den Audits zu überstehen und diese Strafen entsprechend zu vermeiden. Was bieten wir im Prinzip an? Das ist im Prinzip die Basis, die wir unten sehen. Das ist einmal die Installation oder Erweiterung Ihrer bestehenden Landschaft. Also wir haben eine Reihe von, ich sag mal, ARIS-Kunden, die das um Alphabet erweitern, um im Prinzip auch die Perspektive für GDPR abzudecken, aber auch andersrum, Kunden eher aus der Alphabet-Ecke kommen und sagen,
von der Uhr her okay. Aber mir fehlen im Prinzip die Abläufe, die Verfahrensanweisungen, die Prozesssicht, die dann im Prinzip in ARIS ergänzt wird. Das ist im Prinzip dann die Basis plus entsprechendes Training, wie ich das Ganze im Prinzip an, die Mitarbeiter auch zu befähigen, diese Inhalte in ARIS dann auch zu dokumentieren, die bis mit dem Tool noch keine Berührung hatten, jetzt aber im Rahmen von GDPR genau diese Informationen pflegen und hinterlegen. Next. Ja, Hans, dass das nichts ist, was man so mal kurz vor Feierabend noch fertigstellt, sondern so ein Projekt ist, was ich denke, positive Effekte bringt, das Ganze einen hohen auch, ich sag mal, Nutzen hat, die Investitionen, die Sie heute getätigt haben in Ihrer ARIS-Landschaft, für dieses Gebiet zu nutzen und auszuweiten, neue Usergruppen und neue Inhalte auch im Prinzip in ihre ja, Content-Bibliothek mitzubauen. Und dazu darf es halt im Prinzip auch entsprechender Beschleuniger. Und auch helfen wir unseren Kunden, die ja, Prozessdaten, Rollen und IT-Systeme vielleicht noch nicht in allen Bereichen umfassend dokumentiert haben. Hier haben wir entsprechende ja, Referenzinhalte, Referenzstrukturen, industriespezifische ja, Prozesshalte, die wir unseren Kunden als Beschleunigern entsprechend geben können, um damit sehr schnell auch ja, Erfolge zu erzielen und nicht mit einem leeren Blatt Papier diese Aktivitäten starten. Auf ARIS-Seite geht es schwer um ja, Vorstellungen. Das heißt, wir hatten gerade eben Attribute, Filter, Templates und Ähnliches gesehen, Reports, die dann auch die Daten so ausgeben, dass sie für diesen Einsatzzweck dann auch ja, entsprechend einfach verständlich und aufbereitet sind, plus Dashboards. All das ist im Prinzip das, was wir unseren Kunden mitgeben, um ihnen sag mal, auf der technischen ARIS-Seite das Leben zu erleichtern. Plus, ich sag mal, auch ja, Governance Prozesse, denn ich sag mal, gerade wenn Sie jetzt mal die Daten erhoben haben, soll ja nicht jeder mal so zwischendurch das Ganze ändern können, ohne dass er weiß, was er tut. Das dann auch ein Vier-Augen-Prinzip einzuführen und sich auch über Auswirkungen bewusst zu sein, wenn ich gewisse Inhalte, Abläufe oder Qualität von Daten entsprechend ändere. Das heißt, Thema ARIS Process Governance ist sicherlich etwas, was dort reinspielt. Der Ausbildung mal von sag mal, ARIS Grundlagen über GDPR-spezifische Trainings genau zugeschnitten auf die Zielgruppe und den Einsatz über im Prinzip ich sag mal, eine Begleitung und Mentoring während der Aktivitäten bis hin im Prinzip zu ich sag mal, E-Learnings, die wir unseren Kunden dort anbieten, um auch, ich sag mal, diese erweiterten User-Gruppe den Zugang zu ARIS zu ermöglichen. Not least, sicherlich, ich sag mal, das, was Sie von der Software die auch erwarten würden. Wenn Sie Software was tun, neue Produkte installieren und nutzen wollen, dass wir Ihnen helfen, die entsprechend zu implementieren, aufzusetzen, upgraden, was in einigen Fällen sinnvoll sein kann. Beziehungsweise wir haben auch Kunden, die diese Aktivitäten zum Anlass nehmen, über eine Cloud-Migration nachzudenken oder ich sag mal, das komplett Cloud dann aufsetzen. Bis hin, die sagen, lass Software AG das Ganze technisch managen, also was man so neudeutsch Managed Services nennen würde. Also auch das wäre ein Angebot, was hier haben wir sicher zu betrachten wäre. Die Beschleuniger. Nächste Folie. So, was Sie waren stark GDPR zugeschnittene Inhalte. Wir sehen aber bei unseren Kunden auch aktuellen Bedarf, gerade ich sag mal im
Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Weihnachten ist nicht mehr weit. Die Budgets, die Sie dieses Jahr vielleicht noch haben, ja, laufen dann aus. Und ja, nicht nur für das Quartalsende, sondern auch generell für unsere Kunden ein Paket geschnürt, was wir Customer Success Pack nennen, was es ermöglicht, heute eine Anzahl von Punkten zu kaufen, die sie flexibel für gewisse vordefinierte Dienstpakete einsetzen können. Das kaufe heute ähnlich wie bei einer Mobilkarte ein gewisses Kontingent und können das dann immer sukzessive abtelefonieren. Verschiedene Größen, Small, Medium, Large, die wir dort im Angebot haben. Und den Ares-Kunden sehen wir den Bedarf, dass sie flexibel und ich sag mal ad hoc Unterstützung brauchen, nicht den internen aufwendigen Beschaffungsprozess gehen wollen. Mit und ich sag mal, dann brauchen Sie nächste Woche jemanden, der Ihnen hilft, hier gewisse Filter oder Attribute anzupassen. Und ja, der interne Beschaffungsprozess dauert dann 3 oder 4 Wochen. Das heißt, einmal den Prozess der Beschaffung durchlaufen und hätten dann im Prinzip für die nächsten 1, 2, 3 Jahre die Möglichkeit, sehr flexibel diese einzelnen Dienstleistungspaketchen abzurufen. In der Rede sind wir dort. Vielleicht können wir uns das auf der nächsten Folie nochmal anschauen. Das heißt, mal so ein bisschen der Ablauf. Das heißt, Sie entscheiden sich für gewisse Paketgrößen, Small, Medium, Large, und dann nochmal klicken, haben dann im Prinzip Ihre Karte aufgeladen und dann im Prinzip aus dem Katalog die Möglichkeit, gewisse Abinhalte oder Go-Live-Support oder ähnliches im Prinzip zu bestellen, wobei das im Prinzip ein Anruf oder eine Mail an uns ist, also das geht auf Zuruf und dann am Ende den Experten, der mit Ihnen die entsprechenden Inhalte umsetzt. So, next wäre dann sicherlich der Katalog, den wir uns anschauen wollen. Das reicht auf der einen Seite Themen, die eher so die Projektphase betreffen, aber auch für den täglichen Betrieb. Das kann zum einen, ich sag mal, ein Scope Review sein, was gerade für GDPR sicherlich Sinn macht, zu sagen, was ist eure Erfahrung, liebe Software AG, wie setzt so ein Projekt richtig auf, in welcher Reihenfolge mache ich das, welche Stolpersteine gibt es dort. Das wäre so ein Thema an der Ecke, beziehungsweise auch im Prinzip Stein in Ihrem Projekt, wo wir dann zu Reviews dann nochmal dazukommen. Oder einen E-Passport, der Ihnen im Prinzip den Zugriff auf die ganzen E-Learnings ermöglicht. Auf der operativen Seite, sagen wir mal so ein ARIS-Gesundheitscheck, dort steht in Englisch Pulse-Check, wo wir mit Ihnen gemeinsam, ich sag mal, Ihre ARIS-Landschaft untersuchen, ob dort alles gesund ist. Und gerade jetzt, wenn Sie das für GDPR ausweiten wollen, die entsprechenden Inhalte dann auch da sind. Plus entsprechend Performance Assessments mit neuen Zielgruppen, mit neuen Inhalten, nochmal zu schauen, ob im Prinzip auch die Nutzungsfähigkeit des Systems gegeben ist, ob die Architektur entsprechend passt, entsprechende Upgrades zu unterstützen. Beziehungsweise unten in der Mitte sehen Sie nochmal den flexiblen Service, weil nicht alles ist vorhersehbar. Und ich sag mal, gerade hier bei GDPR gibt es sicherlich Themen, die kundenspezifisch dazu adaptieren sind. Da können Sie sich im Prinzip eine Woche einen Berater einkaufen und das im Prinzip über Ihre Punkte dann entsprechend abwickeln. Next. Das zu der Frage nach dem nächsten Schritt. Aus unserer Sicht würden wir Ihnen dort gerne einen anbieten. Das heißt, mit Ihnen gemeinsam zu sehen, wo stehen Sie heute beim Thema GDPR, was die Themen gerade im ARIS-Kontext, die low-hanging fruit sind, die man sehr schnell mitnehmen kann,
die Quick Wins und was sind die Dinge, die noch erweitert oder umgesetzt werden können? Und wie gehen Sie mit den anderen Themen im Gesamtkontext um? Was wir vorhin gesehen haben mit dem Thema IT und Portfolio Management auf der einen Seite, aber im Prinzip auch das Thema Fragebögen, Audits auf der anderen Seite, wie das Ganze zusammenspielt. Das ist, sagen wir, ein Tagesworkshop, den wir mit Ihnen gemeinsam zu dem Thema GDPR Readiness dann gemeinsam gehen würden, um Ihnen anschließend eine Maßnahmenempfehlung zu geben. Was sind für Sie die wichtigen Schritte bezogen auf Ihre spezifische Situation, damit Sie weiter schnell und effizient vorangehen zu können? Geben an den Herrn Schütz, der Ihnen sicherlich die Möglichkeit gibt, nochmal Fragen zu stellen. Ja, okay. Vielen Dank erstmal an beide Redner für die Präsentation. Kommen wir zur Fragerunde. Haben Sie anfangs angekündigt, die Möglichkeit, unsere ARIS-Experten direkt zu fragen. Am besten nutzen jetzt das Chatfenster oder den Q&A-Panel und ziehen Ihre Frage da ein. Und werden wir die auch gerne beantworten. Die erste Frage kam bereits im Vortrag von Herrn Scheible. War so ungefähr bei Folie 20. Das war Teil von Christina Reinshagen. Dabei ist das Thema ausschließlich über Attribute abzuarbeiten oder benötigt man hier ein neues Modul? Was kostet die Lizenz? Sind die angesprochenen Templates oder Reports im ARIS-Standard verfügbar? Beziehungsweise noch Anschlussfrage, sind die Templates in ARIS 10 enthalten und mit oder mit Zusatzkosten freigeschaltet? Christina, kannst du das beantworten? Ja, kann ich. Hört man mich wieder? Genau, also was ich jetzt gezeigt habe, war ganz klassisch Attribute anzulegen, einen neuen Modelltyp zu erzeugen, wo man diese Informationen reinpflegt. Das ist aber quasi dann das, was Sie selbst machen müssten, um das zu erfüllen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, eine vorgefertigte Konfiguration zu nutzen, die auch entsprechende Auswertungen dann schon bereitstellt. Das ist aber erst mit dem Release 10 SR2, also was jetzt gerade im Oktober auf den Markt kam, entsprechend enthalten. Zusätzliches Modul, was entsprechend erworben werden kann. Aber auch anderen Kunden, die noch ältere ARIS-Versionen nutzen, auch sie können natürlich diese Informationen dort einpflegen. Das ist ein bisschen mehr händischer Aufwand natürlich da. Okay. Ja, Fragen können Sie stellen. Wie gesagt, Fenster oder Q&A-Panel. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Da kommt noch eine rein von Herrn Just. Die Frage, benötigen alle ARIS-User, die GRC-Fragebögen füllen dürfen, eigene GRC-Lizenzen? Da kann ich momentan nicht wirklich beantworten. Marco, hast du das zufällig? Nee, bin ich. Sollten wir mitnehmen. Nachgang zur Verfügung stellen. Okay, also Herr Just, gute Frage mit und Sie bekommen dann im Anschluss per E-Mail nochmal die Frage beantwortet von uns. Ja, gut, wir warten jetzt noch ein, zwei Minuten, falls Sie noch weitere Fragen stellen möchten, haben Sie jetzt Gelegenheit. Ansonsten, wenn Ihnen die Frage erst später einfällt, das kann ja immer mal vorkommen, hier auch den Hinweis, Sie können und jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner bei der Software AG kontaktieren zum Thema GDPR oder Sie können jetzt das Team aus dem heutigen Webinar direkt erreichen möchten, auch eine E-Mail an consulting-sales@softwareag.com. Da erreichen Sie dann, wie gesagt, unser Team heute direkt und wir kommen dann auch gerne in den nächsten Wochen noch auf Ihre Fragen zum Thema GDPR zu sprechen. So, jetzt schau mal in den Chat. Aktuell haben wir noch eine Frage. Nochmal Scheible.
ist rein auf Modellierebene gesehen oder kann auch ein dritter Datenschutzbeauftragter diese Themen pflegen? Datenschutzbeauftragter, das habe ich nicht ganz verstanden. Also natürlich können diese Informationen auch nicht nur im ARIS Designer oder ARIS Architekten gepflegt werden, sie können es natürlich auch über Connect zum Beispiel pflegen, auch über Contribution ist hier natürlich schon eine Menge möglich, um quasi die Informationen der oder diese Fähigkeit der Modellierung etwas zu reduzieren, dass jemand das sehr einfach pflegen kann. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das ist natürlich auch möglich. Okay, schreibt, dass er nicht so schnell im Schreiben ist. Also wenn für die Teilnehmer, die jetzt, für die das im Chat zu schwierig ist, dann können, wie gesagt, auch gerne dann nochmal im Anschluss uns kontaktieren. Also sehen Sie hier, dann beantworten wir gerne auch nochmal im Anschluss. Da die Frage, ob wir Screenshots von Connect haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir das haben. Ja, haben wir. Genau. Sie können uns dann da auch gerne nochmal kontaktieren und da kommen nochmal drauf zu sprechen. Gut. So, warten nochmal ganz kurz. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage. Noch kurz der Hinweis, wenn irgendwas heute aus dem Webinar zu schnell ging oder sich das Ganze nochmal mit anderen Kollegen zusammen anschauen möchten, die Aufzeichnung des Webinars wird es dann auf dem deutschen Software-YouTube-Kanal geben oder auf software.ag.com, dort auf die deutsche Seite klicken und auf On-Demand. Da auch mal die Aufzeichnung des heutigen Webinars. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Damit schließe ich die Fragerunde und möchte mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute bedanken bei unserem Webinar. Danke auch an unsere Sprecher und ja, wünsche Ihnen allen einen angenehmen, erfolgreichen Tag und sage tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen.